Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Toonball. Nachdem wir uns letzte Folge wirklich richtig nubig angestellt haben, sind wir jetzt wieder hier draußen gelandet vom Grab und haben die Schatzkarte gefunden und haben dementsprechend auch viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend-Feeling gefunden. Und uns fehlen uns quasi nur hier zwei und das ist so eigentlich ganz gut, im Endeffekt ganz gute Quote, das wollte ich eigentlich sagen, Quotenkaddel. Und wir müssen jetzt hier lang weiter, aber da unten wissen wir, sind noch Mannekes irgendwo. Da unten nämlich, da hinten in der Ecke sind noch welche. Wir laufen einfach mal oben lang, wir müssen ja eigentlich auch nur hier hin. Können wir bis hier oben lang laufen. Und dann müssten wir die eigentlich von hier oben sehen können, die Typen, oder? Nicht wirklich. Ich frage mich gerade, ob wir mal einen kurzen Abstecher nach hier unten machen wollen. Die Leute sind hier irgendwo. Und das würde ich mir schon nicht unbedingt entgehen lassen. Aber irgendwie... Ist es einfach ein optionaler Weg hier? Nee, oder? Okay, also hier kommen wir... Ach, guck mal hier. Ach, das ist hier so ein... Ne, so ein Teil. Das haben wir schon mal gefunden. Bügelgräber. Stimmt, die müssen wir auch noch alle finden. Da war ja auch noch was. Aber hier unten hatte ich doch irgendwo die Leute gesehen, oder? Liege ich da falsch? Ich meine, die wären auch irgendwo da gewesen. Auf jeden Fall müssen wir da oben hin, wo wir gerade nicht lang gehen, mehr oder weniger. Aber ihr kennt mich ja. Ich bin da ja eher so... Der Typ... Na komm, wir gehen jetzt erstmal hier oben weiter. Komm, wir lassen uns gar nicht mal beirren hier von irgendwas. Da ist ein totes Dingens. Aber hier hätte irgendwo jemand sein müssen. Da sind noch so ein paar Sachen, die wir finden können. Aber keine Gegner. Ganz komisch. Da hinten hin? Passt das da hinten hin? Ich glaube schon, oder? Nee, nicht ganz. Jetzt aber. Verdammt, das kann ich noch nicht. Verdammt, das kann ich noch nicht, Mama. Dann müssen wir an irgendein Hügellager. Ach, da unten dran wahrscheinlich, ne? An sowas hier, natürlich. Aber dennoch würde ich ganz gerne jetzt doch nochmal kurz zurückgehen. Ho. Komm, wenn schon, denn schon. Wenn wir jetzt schon mal... Lara. Dein Ernst gerade? Wahrscheinlich sterben wir jetzt, wenn wir hier so hochspringen. Ja, nicht ganz. Alles gut gegangen. Also mehr oder weniger alles gut gegangen. Da nach unten werden wir wahrscheinlich sterben. Aber wir gehen mal hier so runter. Oder? Also hier sollen ja... angeblich noch Menschen sein, oder? Weil hier oben waren wir ja. Hier, von hier kommen wir ja. Was haben diese Bojen irgendwas zu bedeuten? Nicht, oder? Minenräumung. Sind das Minen? Nicht so, oder? Aber irgendwas haben die doch zu bedeuten, oder? Die an Land ziehen oder so? Nicht so wirklich, oder? Oder müssen die in die Schlucht? Weil das sieht mir doch schon so ein bisschen nach Mine aus oder so, ne? Also ganz verstehe ich es halt nicht, aber irgendwas muss es doch sein. Ich will es mal eben abchecken, weil ich glaube, das sind so Minendinger, oder? Oh, oh. Vielleicht mal auch einfach hier oben hinstellen. Und von hier oben einfach mal versuchen, vielleicht zu machen. Wenn wir jetzt quasi nach unten buxieren, müsste die doch eigentlich dann auch... Na, komm schon. Geh doch hier runter. Ja, und jetzt runter. Ja, ne?
Ja, nö, irgendwie nicht so. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie was Cooles, dass man das wirklich damit hätte verbinden können als Minen, dass es irgendwie so Minen sind. Anscheinend nicht. Kommen wir hier nach unten? Jetzt schon? Ich habe fast die Befürchtung, dass wir noch nicht nach unten kommen können, oder? Kommen wir auch noch nicht, glaube ich. Wir lassen das mal lieber sein, liebe Leute. Nicht in Versuchung führen. Ich führe mich selber in Versuchung. Das sollte ich vielleicht lassen. Das ist nicht gut. Aber ihr seht ja jetzt schon so ein bisschen, wie ich halt so bin. Und das wird bei anderen Spielen nicht besser. Tut mir leid, das mitteilen zu müssen, aber es wird nicht besser. Ich stelle mir vor, wir spielen Fallout 4 irgendwann mal im November. Da können sich ja die Leute freuen, die so gerne meine Videos abends gucken, können sich schon mal darüber freuen, auf ein ganz langes Let's Play, weil ich da auch natürlich erst recht super lange dran sitzen werde und auch will natürlich. Und wird schon spannend. Hier ist ein Buch. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Ich hätte auch gerne geschminkt und angezogen und Haare gemacht und so. Das ist auch eine Lieblingsart Sache von mir. Und hier kommen wir halt erst wieder später hin, dann kommen wir wahrscheinlich, ja, darunter. Was ich persönlich scheiße finde, weil wir dann wieder irgendwann hier hin müssen. Also doppelt gemoppelte Arbeit. Wo lang müssen wir? Da lang müssen wir. Dann geht der Dom natürlich da lang. Aber ist auch nicht mehr allzu viel. Hier ist nur das hier. Und hier unten ist das Buch gewesen. Das heißt, wir können ja problemlos ohne schlechtes Gewissen den Gang laufen. Und hier haben wir dann einen Speicherpunkt Bunker an der Klippe. Und da sind wir jetzt, wo wir auch hinwollen. Wir haben, by the way, das kann ich ja schon mal zeigen hier, bei den Speicherslots mittlerweile schon 77%. Also es geht schon doch schnell voran mit den Prozenten jetzt. Da wir eben erst irgendwie bei 67 waren oder so. Das heißt eben aber vor ein paar Folgen. Also es wird doch schnell und zügig mehr. Und hier haben wir noch eine Schatzkarte, die wir da gefunden haben. Und hier haben wir noch ein ganz eigenes Gebiet. Also es ist schon sehr viel los hier, ne? Aber wie wir auch sehen, wird es ja ein bisschen schöner und eigentlich kann man irgendwie auch wecken, nur noch. Da ist die Endurance. Also wir merken halt eben, dass man hier jetzt langsam in Richtung Ziel kommt, weil wir halt, ne, einfach immer da sind und so. Wir machen jetzt mal hier das Upgrade und zwar hätte ich ganz gern dieses Upgrade hier. Dann haben wir nicht mehr so viel Schaden, den wir machen, aber wir haben einen Schalldämpfer. Und den finde ich doch auch schon sehr, sehr wichtig. Dann können wir Leute auch einfach so töten. So, dann halten wir uns dann auch wieder daran fest. Und müssen quasi mit einem Hopser darüber. Wir müssen jetzt so quer rüber, weil da nämlich so, ja, Dingensband ist, was natürlich nicht so einfach zu, ja, zu umgehen wäre. Wie wir alle wissen. Tut das schon ganz schön weh. Warum kann ich hier runter? Hat das eine Besonderheit? Nee, dann stehen wir einfach mal so hier quer rüber. Und von dort geht es dann nach da und so weiter und so fort. Aber jetzt wird es doch wieder so ein bisschen episch mal wieder an Sachen langklettern und so. Hatten wir ja eigentlich so gut wie nie so richtig krasse Klettereinlagen. Hallöchen. Ist schon ein bisschen kaputt, aber Hallöchen. Also wir kommen immer mehr in so Gebiete hinein, wo auch Waffen eine ganz große Rolle spielen. Militär. Da für die Schrottflinte haben wir was gefunden. Wieder was Neues. Sehr, sehr cool. Das können wir jetzt nicht gerade bewegen. Das ist aber auch untypisch für Tomb Raider, dass wir was bewegen könnten. Da können wir halt noch nicht hin. Das können wir noch nicht. Da sind wir noch nicht stark genug für. Da gehen wir jetzt hier lang. Wenn ich was übersehen sollte, sehr gerne auch mal schreiben in die Kommentare, ne? Oh, guck mal da. Wir sind Seele, wir befolgen. Ohne.
aber wir haben letzte Woche schon alle tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionflutlicht? Wie der Ohr, Ohr, Ohr macht und trotzdem keiner merkt es so. Durchhalten, wir ziehen ihn rauf. Was geht da oben im Palast wohl vor? Oh, da oben ist einer, ne? Da sind drei Leute. Gibt's ein Problem, dann wüssten wir Bescheid. Und was ist mit dem Funk? Die ganze Nacht nur rauschen. Etwas geht da vor. Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Die drei sind da immer noch und chillen ihr Leben so ein bisschen. Verdammt! Moment, Herr Klemm! Bruder, bitte! Ich bin nicht dein Scheiß, Bruder! Quatsch, das alles! Wir werden die Scheiße nur... Hilfe, schnell! Nein! Wir haben einen Eindringling! Hallo! Ja, ich möchte ganz gerne sterben. Ich sterbe freiwillig. Das macht man im echten Leben auch ganz gerne. Ich sterbe freiwillig, um nochmal von vorne anfangen zu dürfen. Denn ich würde schon ganz gerne das so ein bisschen versuchen, so zu machen. Denn das wollte ich eigentlich erreichen. Stealth. Das Ganze wieder lösen. Dieter, sei doch leise jetzt, Dieter. Moment, Herr Klemm! Scheiße, und jetzt? Dieser Job wird scheiße. Bruder, bitte. Ich bin nicht dein Scheiß, Bruder. Quatsch, das alles. Wir machen das. Nein! Nein! Ja, mein Name ist weg. Oh Gott! Alles explodiert, Leute. Alles explodiert auf einmal. Scheiße. Habe ich nicht extra gemacht, ne? Das war jetzt nicht extra von mir. Ohne Spaß. Das denken die meisten jetzt vielleicht. Aber es war nicht extra von mir. Sondern es war schon... Warum hat er diese Tür da eigentlich repariert gerade? Hat keinen Sinn gemacht. So, Kopfschusskiller. Je mehr wir halt hier jetzt auch bekommen, desto besser gehen die drei da unten kämpfen. Weil, wisst ihr, was ich meine? Da ist ein Typ. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Alles bestens. Nein, setz nur den Generator wieder. Alter. An die Arbeit. Der ist gepanzert, kann das sein? Den kann ich, glaube ich, nicht so problemlos töten, weil er so gepanzert ist. Da unten ist noch einer. Bei ihm haben wir nämlich diese Kopfschussdinger und bei ihm haben wir das irgendwie nicht. Ist hier unten noch irgendwer? Nee, ne? Wer war hier jetzt so noch? Hier ist jetzt noch einer. Ist da noch einer irgendwo? Nee, aber der ist dem Rücken zugewandt. Mit etwas Glück also. Bekommt er davon nichts mit? Hat er auch nicht, oder? Ist denn hier... Fuck, nein! Stirb doch halt... Fuck. Alter. Das sind einfach so viele dann auch. So, jetzt aber. Oh, das ist dieser große, ne? Ja, das werden wir nicht schaffen jetzt wahrscheinlich. Ne. Also der hat es schon in sich. Wir müssen gucken, dass wir gegen den alleine kämpfen eventuell. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Ohne Spaß. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich das Ganze noch ruhig angehen. Aber es ging wohl anscheinend nicht. Komm, hier so eine Bombe mal. Schön. Geh einfach runter und leg
War da noch einer? Ne, das ist alle tot hier, ne? Momentan. Da ist noch einer. Schön. Und den können wir eigentlich auch wunderbar töten, oder? Diese Ausweichtaktikmanöver, oder? Ah, nicht so ganz. Mach schon. Nee. Nochmal. Oh, fuck. Muss nochmal gerade rechtzeitig. Komm schon. Ja, nice. Oh, fuck. Ist er noch gar nicht tot? Komm. Jetzt aber. Komm, Popo-Sex. Dankeschön. Ja, jetzt haben wir die doch alle irgendwie bekommen, mehr oder weniger, oder? Es war auch doch wieder mit ein bisschen mehr Rabau, als ich irgendwie vorhatte, eigentlich zu tun. Aber ist ja egal. Waffenmodifikation verfügbar. Und Gegner ist natürlich auch immer ganz schön, weil dann haben wir nämlich auch wieder ein paar mehr Sachen, die wir dann einsetzen können hier so, ne? Die wir dann als Upgrades nehmen können. Können wir eben auch nachladen bei allen Waffen. Obwohl, ja, wir können wieder auf den Bogen wechseln. Den mache ich immer noch am liebsten, den Bogen. Ist das so eine Pflanze, die können wir eben mitnehmen. Warum die so wichtig ist, verstehe ich auch nicht zwingend irgendwie. Ist zwar schön und gut, ja klar, aber irgendwie auch nicht so wichtig, oder? Ich brauche noch ein Upgrade. Ah, ich brauche noch so ein Upgrade für meinen Bogen, hatte ich ganz gerne. Da geht's weiter. Da hinten müssen wir auch hin. Ne, wir müssen nicht dahin. Wir müssen einfach nirgendwo hin irgendwie. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Okay, schnellstmögliche Verstärkung. Wir haben hier irgendwo aber auch noch ein... Das hier. Das hätte ich ganz gerne noch irgendwie. Das liegt da hinten auch. Hier irgendwo in der Ecke. Krass. Ach, guck mal, da hinten in der Tür drin. Ja, da komme ich so schnell nicht rein, oder? Nicht wirklich. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, oder? Machen wir das? Können wir suchen nochmal hier kurz ein paar Sachen ab, wenn wir jetzt schon mal hier oben sind. Da machen wir nochmal kurz so eine kleine Spritztour. Und überlegen uns mal, ob wir hier noch irgendwo hätten lang gehen können. Aber ich glaube, nicht wirklich. Wo müssen wir denn jetzt endlich jetzt lang? Haben wir irgendwie ein... Ja, hier eigentlich, ne? Ja, dann gehen wir hier dann, sofern wir hier nichts mehr machen müssen. Nö, ich glaube nicht. Gehen wir einfach dann morgen weiter entlang. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ja morgen wieder. Und Ryan, bis dann. Tschüssi.